Herzlich willkommen zurück zum Videolernzyklus vom Arbeitsblatt Quadratische Gleichungen. Wir sind jetzt im Fenster B ist gleich 0 und zuallererst wollen wir uns überlegen, warum dieses Fenster überhaupt so heißt. Und dafür werfen wir erneut einen Blick auf die allgemeine Form einer quadratischen Gleichung, also a mal x hoch 2 plus b mal x plus c ist gleich 0. Und wir setzen nun das b gleich 0. Und damit wird das ganze Produkt in der Mitte, also der Term b mal x, insgesamt auch 0. Und somit, da der ganze Term hier in der Mitte 0 ist, können wir ihn einfach weglassen und die Gleichung, die uns überbleibt, ist a mal x hoch 2 plus c ist gleich 0. Und genau eine Gleichung in dieser Form haben wir in diesem Beispiel gegeben, nämlich 1 Neuntel mal x zum Quadrat minus 4 ist gleich 0. Wie man sieht, haben wir hier keinen Ausdruck, der dem b mal x entspricht. Und unsere erste Aufgabe ist es nun, die Lösungen dieser quadratischen Gleichung zu berechnen. Versuch das zunächst bitte kurz alleine und pausiere dazu das Video. Im Anschluss werden wir dann gemeinsam über die Lösung sprechen. Gut, also berechnen wir nun die Lösungen für diese quadratische Gleichung gemeinsam. Wir haben hier 1 Neuntel mal x hoch 2 minus 4 ist gleich 0. Im allerersten Schritt addieren wir einfach plus 4 zu der Gleichung und erhalten damit die Gleichung 1 Neuntel mal x hoch 2 ist gleich 4. Nun multiplizieren wir die Gleichung mit 9 und erhalten, also hier fällt dann das 1 Neuntel mal 9 ist 1, also fällt weg. Das heißt, wir haben x zum Quadrat ist gleich 4 mal 9, also insgesamt x zum Quadrat ist gleich 36. Und das Schöne bei dieser quadratischen Gleichung ist, dass man hier die Lösungen schon sehen kann. X zum Quadrat ist gleich 36. Das heißt, wir suchen einen Wert für x, der mit sich selbst multipliziert 36 ergibt. Naja, welche Werte machen das? Das macht offensichtlich sofort der Wert x ist gleich 6. Wenn wir hier für x 6 einsetzen, haben wir 6 zum Quadrat, also mit sich selbst multipliziert, und 6 mal 6 ergibt 36. Und der zweite Wert für x, der diese Gleichung erfüllt, ist minus 6. Denn minus 6 mit sich selbst multipliziert ergibt ebenfalls 36. Das heißt, wir haben die Lösungen für diese quadratische Gleichung gefunden. Und nun ist es unsere nächste Aufgabe, dass wir in den Funktionsgraphen, also in dieses Koordinatensystem hier rechts, den Graphen der Funktion f von x ist gleich 1 Neuntel mal x zum Quadrat minus 4 skizzieren. Das heißt, genau den Graphen der Funktion f, der ja hier unserer quadratischen Gleichung entspricht. Das heißt, wir wissen, diese Funktion muss ihre Nullstellen genau bei 6 und minus 6 haben. Und jetzt können wir hier im Koordinatensystem unsere Nullstellen schon mal einzeichnen. Eine bei minus 6 und die andere hier bei 6. Und weiters wissen wir, wenn wir unsere Funktionsgleichung nochmal betrachten, wenn wir hier für x 0 einsetzen, dann kommt insgesamt minus 4 auf der linken Seite raus. Oder eigentlich besser, schauen wir hier in die Gleichung für unsere Funktion f. Wenn wir für x nämlich 0 einsetzen, kommt minus 4 raus. Das heißt, wir können hinschreiben, f von 0 ist gleich minus 4. Das heißt, wir wissen, dass der Schnittpunkt mit der y-Achse genau bei minus 4 sein muss. Und da eine Parabel immer symmetrisch rund um die Nullstellen ist, wissen wir auch sofort, dass das hier der tiefste Punkt, der sogenannte Scheitelpunkt unserer quadratischen Funktion ist. Nochmal kurz, warum wissen wir das, dass wir genau bei minus 4 hier den Scheitelpunkt haben? Weil der Scheitelpunkt, also entweder der tiefste oder der höchste Punkt, genau gleich weit von beiden Nullstellen entfernt ist. Also von dieser Nullstelle sind wir hier 6 Schritte entfernt und von der rechten Nullstelle, also der bei 6, sind wir auch genau 6 Schritte entfernt. Das heißt, wir können nun unsere quadratische Funktion einzeichnen und diese sieht dann ungefähr so aus. Ich habe es jetzt leider nicht perfekt hinbekommen. Ihr könnt das sicher noch besser als ich.
Das war's mit diesem Video und im nächsten Video geht's mit dem Arbeitsblatt weiter.